Was geht ab, meine Siefighter Osiria, und heute mit einer weiteren Reaktion zu einem Best-of, nämlich darauf bin ich wirklich gespannt, Best-of Osiru Summon 2018, also meine besten Dokkan Battle Summons. Das Best-of ist von unserem Boy Sakashi, vielen lieben Dank für die Erstellung, Freunde, ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Schaut auf jeden Fall das Video und bei unserem Boy Sakashi vorbei. Sakashi, vielen lieben Dank für die Erstellung, und dann würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit und gucken uns das Ganze mal an. Geht nämlich ein bisschen, und Best-of Dokkan Battle Summon. Bin echt drauf gespannt. Und das wird Beerus sein und nicht Vegeta. Und das ist halt passiert. Und ich gehe mich damit verdammt nochmal vielleicht geschlagen. Warte, was so war ich da gerade verpasst? Das war mir jetzt sein. Nicht mein Tag. Ich brauche und ich will Vegeta. Was ist denn das? Achso, warte. Wir haben schon mal welche Vegeta war das? War das Evo Vegeta? Das war nicht der garantierte. Heißt, wir haben noch eine Chance, Vegeta zu bekommen. So, oh nee, über welche Vegeta reden wir hier? Das ist schon ein bisschen älter. Das ist schon sehr älter. Int Vegeta Blue? Bruh. Kann das sein? Hoffentlich wird das der Multisamul Vegeta 10. Komm schon, bitte. Welche Vegeta war das? Hä? Bruh. Rage Vegeta! Oh mein Gott! Einfach im GSSS dort, der Rage Vegeta. Wie oft ich sowas in Goten gezogen habe. Meine Predictions vielleicht, welche Puls. Bruh. Oh mein Gott, ich kann mich richtig gut dran erinnern, das war die Hölle. So, ich allerlei Hoffnung ist in mir auch quasi einfach nur weg. Ich wollte einfach nur Rage Vegeta, der war GSSR. Oh, GSSR Slot war eine von den Featured. Guck mal, ich habe dreimal Beerus gezogen. Das ist der vierte Beerus. Das kannst doch nicht sein, dass mir eine nur noch fehlt, damit ich den 100% habe. Das war der erste Charakter, den ich zum allerersten Mal auf 100 haben wollte. Vegeta, mehr ich kann mich dran erinnern. Oh mein Gott, wir müssen da übel deep gehen. Endlich! Ja! Vielleicht Prediction. Ich denke auf jeden Fall, LRGFs haben dort drin sein. Heute wollen wir nicht Asni, wir wollen heute Asri ziehen. Ich mach mal nicht so viele Predictions, vielleicht wegen Spoiler. Ich sag einfach mal LRGF. Ja! Alter, Trunks. Mit Trunks Cosplay. Asri, mein Homeboy, schöne Grüße! Das war im Stream damals. Wir wollten Asri ziehen! Warte, LRGF und. Wir haben Asri bekommen! Was für Pull war geil in letzter Zeit? In Goku Black. Oh, nach der Arbeit, Freunde. Es war nachts nach der Arbeit. Alter, das zu sehen ist so geil. Ich weiß nicht, vielleicht tick ich. Es war nachts nach der Arbeit. Das ist nachts. Am Wochenende. Nach dem Wochenendjob. Nebenjob. Ey, das war brutal, das war so geil. Ich war da 8 Stunden oder 10 Stunden draußen in der Kälte und danach. Hashtag Fleiß. Das war richtig geil auf der JP-Version. Ah, okay, das ist geil, so Highlights zu sehen. Genau, viele haben es wahrscheinlich gewünscht, ich kam nicht dazu. Deswegen vielen lieben Dank, Sakashi. Genau, vielen lieben Dank. Genau das, Leute. Wir sagen, ich rede nicht zu viel. Hashtag und wir genießen es mal. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Rücken brechen! Das war so geil. Oh mein Gott! Oh! Oh mein Gott! Endlich Margin Pull. Das war erste Margin of Global. Ich kann es nicht realisieren, ich wollte es echt nicht wahrhaben, weil wir sind locker 2000 Stones da deep gegangen, bis ich ihn mal gepullt habe. Wie kaputt ich aussehe, keiner weiß, es war nachts noch vorm Pen gehen. Hashtag nicht gefeatured. Auf Gatschu. Alter, als mal die Hashtag nicht featured Phase hatten. Black Rosé auf jeden Fall. Seepose. Wir wollten nicht für Rosé, ich hab ihn für Rosé gesumpt. Der kam einfach nicht. Okay. Die ganze Zeit kamen nicht featured Charaktere. Hashtag nicht gefeatured. Ihr merkt schon, GS, der macht schon was aus. Oh mein Gott, Freunde. Der Charakter schon wieder. Aber hier gab es keinen GSR. Verdammt nochmal. Guck mal, nicht gefeatured. Wie viele SR ich gezogen habe, alle nicht featured. Aus weiß Gott, wie vielen Summons. Aber es geht noch weiter. Es sind Welten. Ah, Intales. Einer von den ganzen Anzahl. Guck mal. Keiner war featured! Ja! Der erste featured. Alter. So sollte es. Ich wollte gerade sagen, so sollte es laufen. Und danach noch einer super sitzen. Seht das links? Da kommt direkt schon nicht gefeatured hinterher. Keiner weiß. Egal. Oh, ja! Endlich. Endlich! Verdammt nochmal!
Im Hintergrund. Endlich! Nicht mehr nochmal! Zwitschern die Vögel. Boah, das sah dann geil, aber ganz ehrlich. Wie viele SSR, wie viele Multis, wie viele nicht-featured. Alter, das ist schon krass, wenn man das rückblickend nochmal sich ansieht oder vor Augen hat. Oh, allzu lang. Oh, cooler. Oh mein Gott! Cooler ist geil, ich mag cooler. Tag für die Room, Summer? Ja. Es ist aus 105 Stones. Ein S ist aus 105 Stones. Seht ihr, damals gab es keine GSR. Ganz ehrlich, Gott sei Dank wurden GSR eingeführt. Oh. Oh, na. Oh, na. Okay. Ist auch witzig zu sehen, was für Phasen ich mal hatte, so insidermäßig. Einmal so. War der letzte Typ für damals war, oh, na, hatte ich von Trick to G so. Ich hatte ihn damals so oft gezogen. Warte mal, wenn euch das Ganze gefällt, Freunde, dann gebt mir ganz auf jeden Fall ein Like. Und vielen Dank für die krasse Unterstützung in den letzten Zeiten. Also wirklich, wir haben letztens 18k erreicht und es geht direkt weiter. Vielen Dank, Freunde. Und schaut auch, wie gesagt, bei unserem Boy Sakashi vorbei. Und ich hatte gedacht, er wäre schon full dupe und hat noch die Rätsel in seine SA gebombt. Da saßen dann noch drei übrig oder so, halt von SA1 auf SA4 abgebracht, damit die Dupes ist ein. Ja! Oh no! Take to Blue ging weitaus einfacher als Versehen. Weitaus. Das war aber überhaupt schon der zweite Durchlauf, wenn mich alles täuscht. Aber richtig geil, Mann! Small, Junge! Geht doch! QGT. Oh, da hab ich gut gezogen, Gott. Schaut mal. Oh da hab ich dann gut gezogen, Gott sei Dank. Ihn hatte ich nicht. Jetzt wird nur noch Auto mit Gohan. Und wieder mit einem Highkick gegen unsere Fresse. Ja, Mann! Ja! Das war ein geiler Pull. Ja. Oh mein das Gott, das war echt Tapion. Ein geiler Pull. Tapions Banner ist so offline, aber das wie gesagt, Tapion ist Pull. Kein Dokkan-Ex, so wie Krapion und er ist in jedem anderen Banner. Oh mein Gott, darüber freue ich mich. Weil und Legend of Hunter, weil es zu warm war im Dachboden. Schein-Kategorie-Leader Tapion hatte ich nicht, heißt, oh my yeah, wir haben hier unseren Osaru-Leader gezogen. Okay, was nicht gefeatured, aber ein Super Saiyan. Noch im selben Banner? Schade, schade, wäre der bloß gefeatured, wäre es einer von den neuen Units. An der Stelle war er nicht gefeatured, das heißt, wir nehmen ihn auf jeden Fall an. Wir kriegen hier wahrscheinlich nur den GSSR, komm schon, der GSSR. Wenn es physisch Vegeta ist, dann ist auf jeden Fall. Wie war ich physisch Vegeta? Ah, dreifacher Summon ist es! Dreifacher Summon. Aber jetzt. Boom! No, man! Yes! Yes, yes, yes! Das war geil, das war geil. GG! Da hab ich beide oh gezogen. Die Gott, waren damals. Das ist ein geiles Video. Ich muss mal aufpassen, dass mein Finger nicht ausrutscht und ich da weiter sammle. The Legend of Finger ausrutschen. Bei welchem Banner war das? Unter 500 gehen. Bruh! Das ist mein Finger wohl doch ausgerutscht. Oh. Welches Song ist das? Trunks an der Stelle, Dankeschön. Ah, nee. Ich dachte kurz, das wäre der neue Goku wegen der Pose. Ist ein Dude Full Power Goku? Dupe an der Stelle. Nehme ich an. Ja, der Football habe ich noch für ja, euch. Ja, auf JP. Einmut ist dann bei Nacht. Let's go. Hinten einfach Hose hingeschmissen. Keiner weiß. Komm schon, komm schon. One last Multi. Oh. Oh. Jawoll. Jawoll. Der Finger. Jawoll. Mr. Satan auf Bu heißt eigentlich garantiert LR bzw. Dokkan exklusiv. Muss sein, es muss sein. Komm schon, wir wollten die Halbsamen zum Schluss bei Nacht. Haben wir da noch einen bekommen? Ah, oh, leider kein Gott, aber oh mein Gott, einer ist es. Wenn es der ist, bitte, 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 bitte. Ah, geil. Okay, nehmen wir an, natürlich. Geil. Wie geht da, nehmen wir an der Stelle natürlich an. Was soll nicht alles? Natürlich, natürlich. Okay, oh mein Gott, aber das gehabt. Ja, Mann, was? Direkt mit Dupe. Zweiter Vegeta. Zwei Vegeta in einem Multi, ich sag jetzt so auf jeden Fall nicht nein. Also ich bin so froh, dass du kein Stream machst, Mann, Alter. Warum? Boah, weißt du, wie anstrengend das wird? Ist doch geil. Ich finde, du brauchst noch einen dritten Monitor, Mann. Warum? Einfach so. Sieht noch geiler aus. Geil. Ah, du bist bereit? Ja, Mann. Was? Wann sehe ich das, wenn du anfängst? Wenn ich Abracadabra sag. Halt's Maul, Mann. Glaubst du mir nicht? Hast du einfach ja, ich werde es eh merken. Ich meine, du fängst an zu reden. Es geht schon los. Oh, okay. Hallo Leute. Und heute im Real Life Summon mit Boom. ASGI, aka. Hallo Leute. Summon bei Morgan, AG oh. Übernachtet.
Oh! Jetzt komm. Summons am Morgen. Gönnt euch. Das war zu der Zeit, wo man nur ein Multi machen konnte in dem Typenbanner. Ja, Mann! Dupe, das war der erste Dupe für, auf Global. Oh mein Gott! Die Pause ist so geil, Alter! Imagine, zweiter Dupe! Also zweimal gezogen. Zu oft. Im selben Video. Komm, lass uns auf jeden da Fall. Haben wir Free Tickets bekommen. Ein SSR! Ein SSR! Was ist denn jetzt los, oder? Oh, die Szene. So ein Dokkan-Festival, Gohan will ich. Transformation von Super Saiyan zu Super Saiyan 2. Mit der Transformationsszene. Ja, was ist das für ein Tag heute? Gohan Dupe und Majin Dupe. War schon, es war brutal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Anski, eine Sprachmemo bekommst du legit hier vom Feinsten während des Videodrehs. Schöne mein Grüße Kollege gehen raus Anski. An dich für den Gohan Dupe. Ho, ho, ho! Warte mal. Kann ich mich nur bedanken? Dieser wieder mit seinem Sammeln, du. Da geht es sonst runter. Ja. Das war neulich. Oh! By the way, das Video hat geleckt. Aber wenn's jetzt. Weil wir. Die Kopfhörer auszusehen immer rein und ausgesteckt haben. Mein PC hat dann übersteuert einfach. Keiner weiß, hat mich übel aufgeregt. Aber ja, kann man nichts machen. Ey, ganz ehrlich, wenn es Kalken Goku Blue. Da kann man schon nächstes Mal besser aufpassen. Alter, wir bekommen. 3 oder mehr war Gott, oder? Genau, 3 oder mehr. Ey, was ist das? Wir haben so Hubs. Ja, guck, ey, was ist das? Und dann kam das mit dem Lex. Nicht. Wir können noch einen gut vorgespult. Ich hab keinen Bock mehr zu gerade. Ganz ehrlich. Fake out! Kein Kajon! Ja, Mann, was soll? Im Mantel! Voll geil! Genau das! Wie cool ist! Freunde, was denkt ihr in den Kommentaren? Lass mich jetzt in den Kommentaren wissen, welcher LR wird es sein? Könnt ihr das ja vorhersehen? Aber wie. Ja, es wird der GSSR. Also, ich schätze mit hoher Wahrscheinlichkeit einer der. Es wird nicht LR und Freezer, schätze ich! LR Gohan! In welchem Banner war das? LR Goku Freezer, LR GF. Warst du im LR GF Banner? Oh, Vegeta, okay. Glaube schon. Wenn Vegeta kommt, dann stoppt so quasi ganz kurz alles. So mein ganzes. Meine ganzen Gedanken stoppen kurz und ich sehe Vegeta. Lass meinen Satz kurz beten, dann legen wir los. Und. Gehst du in Super Saiyan? Ja, nein? Nee. Heute nicht. Okay, wir haben aber. Was war das für ein Pool? Oh mein Gott, Spirus. Haben wir einen. War das Spirus Pool? Ja, die, ich glaube ja. Die Double Screen Cracks, auf die hofft man natürlich so oder so immer, wenn man Crack Screen Animation hat oder Screen Crack, je nachdem. Alright, die hofft man heute, dass heute auf jeden Fall ein bisschen der Fall ist, auf der Bahnseite, auf JP, das ist ja geil, da haben wir einen gezogen zumindest. Okay, Spoiler Schutz, wenn ich das nicht verraten. Aber wenn ihr das Bock habt, dann schaut euch das Video auf jeden Fall auch an, die Sammy, die ich da schon rausgehauen habe. Ansonsten sind wir hier bei unserem Boy Tenshinhan hier. Und ja, Android 18. War das Virus? Vielleicht ein cooles Ding, wenn wir mal ein bisschen mehr zu den GSSR ziehen. Ja. Weil wir auch wissen, okay, der GSSR-Slot ist auf jeden Fall. BOOM! Oh, ja, Mann! Oh mein Gott! Snoop Doggy Dog! Oh mein Gott, was hab ich euch gesagt? Da hatte ich. Was gedacht, man sieht weiter also. Und heute zu einem weiteren. Ich hatte irgendwie die ganze Zeit Virus im Kopf, das habe ich letzten Tagen immer gesagt. Dressy an der Stelle, Shoutout an Ippo. Oh, zwei Ippo Vegeta. Zwei Halbpuls garantiere ich euch. Oh, zwei Halbmultis. Und hier ist. Ah, jetzt. Da bin ich nochmal reingegangen am Ende des Videos. Damit. Zwei Halb-Summon garantiere ich euch noch, Freunde. Zwei Halbmultis. Super Saiyan 3. Super Saiyan God. Das ist unser erster Halbmultisummon. Das ist der erste Halbmultisummon. Let's go. Und danach haben wir noch einen. Super Saiyan God. Mindestens drei oder mehr. Und zwar. Und einer davon ist. Drei SSR haben wir auf jeden Fall. Drei Stück, Freunde. Einer ist GSSR. Ich denke, der GSSR. Ich hab euch gesagt. Jawohl, Freunde. Ich hab's euch gesagt. Das war geil. Aber ich bin auch sehr. Zu deep.
Über 7 Stones, glaube ich. Falls ihr noch haben werdet, wünsche ich euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück, Freunde. Wir haben hier Boom mit Vegeta. Boom mit Vegeta. Was ist das für ein Banner? Wir gehen Super Saiyan. Was ist das für ein Banner? Super Vegeta Animation. Das heißt, einen Dokkan exklusiven Charakter okay, haben ein Dokkan wir auf jeden Fall, Freunde. Wir sind in einem Dokkan Festival-Banner und Super Vegeto sagt uns, wir haben einen Dokkan exklusiven Charakter auf jeden Fall aus diesem Banner und Dokkan exklusiv sind hab's am Anfang nur verpasst. Full Power Goku, vierfach Vegeta, ah, okay. Omega Shenlong. Ja, okay. Welcher wird es sein, Freunde? Welcher wird es sein? Ich sehe schon Omega Shenlong kommen, um ehrlich zu sein, weil ich habe ihn auf 100, legit, ich kenne das. So, alle Charaktere, die ich auf 100 habe, die bekomme ich einfach nochmal links und rechts. Aber wenn es jemand anderes wäre, ich geil, richtig geil. Was? Zeit der Mutti, glaube ich. By the way. Ja, Zeit der Mutti war es, glaube ich. Sag ehrlich, Full Power Goku ist in diesem Banner. Full Power Goku, ich habe euch gesagt, man kann bei Full Power Goku aktuell vielleicht auf ein Comeback warten, auf Global, man muss sich vielleicht unbedingt für ihn sammeln. Und sein Comeback ist stark in diesem Banner. Sein Comeback in diesem Banner mit Goku Black ist echt stark. Also, falls ihr warten wollt. Wait! Nein! Ja! Das war ein richtig geiler Pull. Das war ein richtig geiler Pull. Erste Mutti. Was? Aus dem ersten Mutti. Allererster Charakter. Was? Das hat mich so gefreut. Jungs, das ist der Rollkragen. Geil. Mit diesem Rollkragen. Die schon lange dabei sind, ja, die wissen, das ist der Rollkragen, der Legend of Goku Black. Oh, was? Super Saiyan 3 Bardock. War es aus ich demselben Multi oder was? Nee, oder aus dem zweiten? Was war das für ein Multi mal wieder? Geil. LR Trunks, Freunde, LR Trunks und Mai sind featured. Das ist der Charakter hier. Diesen LR wollen wir heute pullen, wenn es klappt. Oder an sich einfach. Wir pullen einfach. Ha, jetzt jetzt. Glück, Freunde, wir wollen schon was pullen. Zudem gibt es als Bonus einmal Mai und Kai. Mai und Kai. Kid Trunks und Mai und einmal Santa Claus. Diese fungieren wie ein Elder Kai, also geben wir auf die SN Level up. Und genau. Ich kann verstehen. Okay, ganz ältere Summons sind noch nicht live, da wo ich angefangen habe. Oder in dem Video, sag ich mal. Da gab es auch Anzahl Schmack, also Anzahl richtig, sagen, richtig Lucky Puls. Noch ein bisschen, das war jetzt noch ein bisschen online. Wenn wir wissen, was die Movie-Charaktere getroffen haben, dann können wir. Ey, der Chunks, du meinst das, gell? Oder an sich die Movie-Charaktere werden so oder so richtig geil. Die Sache ist die Animation, die tut mir gerade richtig weh, Freunde. Es sind Double Raids. Double Raids? Double Raids will man eigentlich SSR. Richtig geil. Ah, geil, das war geil. Das war ein netter Pull. Freunde, ne, also damit meine ich auch so. Ist echt schön, sowas anzugucken, so. Wirklich so rückwirkend. Vom Editieren her war es nett. Ja, und sie hat mir übel die Probleme mit Lags und so. Mittlerweile geht's aber wieder. Das ist typisch Technik. Okay, ich bin ehrlich, ich hab mal meinen Computer geöffnet und das ganze Ding mal geputzt. Yeah! Oh! Ich hab gesagt, Broly kommt. Einer hat gesagt, Broly kommt im zweiten Multi. Genau. Zweite Multi, tatsächlich, der war im zweiten Multi. Battle begins. By the way, wann kommen die endlich mal? Aktuell Stand ist ja Mitte Februar. Für Global. Waren beide im Stream? Ja, beide waren im Stream! Boom! Mit HC-Kostel für Gogeta. Ey, es war ein geiler Stream. Es war ein richtig geiler Stream. Ja, Freunde! Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Sakashi, vielen lieben Dank für die zur Verfügung stellen, bzw. fürs Erstellen von dem Best-of. Eins, also LRGF kam leider nicht, aber eins der Sachen haben gefehlt, aber nicht schlimm, wirklich, also ich sehe das nicht. Ich habe am Anfang nur predicted wegen LRGF. Warum LRGF? LRGF hat nicht zwei in einem Multi gezogen. Jedenfalls, vielen lieben Dank fürs Zusehen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst es auf jeden Fall wissen. Gebt mir ganz ein Like, schaut mal unsere Sakashi vorbei und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal, macht's gut, Freunde, peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.